Es hat sich rumgesprochen, ich werde über den Waschvorgang berichten. Und zwar von der chemischen Seite, wie man sich wäscht, wissen hoffentlich alle. Der Waschvorgang, Also, die Dinge, die daran beteiligt sind, heißen Detergentien, sind also im Allgemeinen Waschmittel. Die sehen in der Art, also ungefähr so aus, dass ich. Ja, ich sehe schon. Also so eine Struktur haben ungefähr. Das hier ist der Kopf. Und das hier hinten nennt man Schwanz. Hihi. Ein Schelm. Der Kopf ist meistens, also der Kopf ist, kann geladen oder ungeladen sein. Das heißt also ionisch oder nicht ionisch. Genau, Tenside nennt man diese Substanzen auch. Was, das sieht man manchmal auf Spülmittel eben nicht ionische Tenside und dergleichen. Ja. Wie kommt das jetzt dazu, dass man, dass diese Dinger tatsächlich sowas wie waschen? Das kommt einfach daher. Dass sie sich zusammenlagern. Und zwar zu sogenannten Micellen. Eine Micelle ist also ein Verbund mehrerer solcher Tenside, die ja alle so entsprechend ihre Schwänze dran haben. Dabei ist es nicht zwangsläufig nur so, dass es jetzt dieser eine Kopf und dieser eine Schwanz ist. Es können also auch mehrere dieser Schwänze sein. Das kommt drauf an, was hier als Kopf dran ist. Das, also bei Phosphaten sind es meistens zwei, weil Phosphate einfach entsprechend viele Anknüpfungspunkte haben. Ich möchte aber nicht weiter ins Detail gehen. Ich werde kurz bleiben. Wann bilden sich denn solche Micellen, um dann, wie ich hier andeuten kann, so ein Schmutzpartikel einzusperren? Dann nehmen wir einfach mal ein Diagramm her. Das hier ist die Konzentration der Micellen, des Detergents. Also, was habe ich gesagt? Tenside. Tenside, genau. Einer passt auf. Und das hier ist die Temperatur. Dabei haben wir verschiedene Proben, die wir hier eintragen können. Sollte eigentlich an die Linie sein, aber das soll es. Das nennt man CMC. Und das ist die kritische Micellbildungskonzentration. Das heißt, unterhalb einer Konzentration, die dieser Linie folgt, bilden sich überhaupt keine Micellen, sondern diese Tenside liegen da gelöst vor, einzeln und sehen sich nicht und kennen sich nicht und wollen sich auch nicht zusammenlagern.
Die andere Richtung ist bei der Temperatur zu suchen. Es gibt also eine. Wie wechsle ich hier die Farbe? Meine Güte. Ja. So. Ja, unterhalb dieser Temperatur lagern die Tenside sich zwar zusammen, aber sie bilden Kristalle. Also nicht so eine schöne Struktur, wie wir da oben links sehen. Das heißt, auch da, damit kann man keinen Reinigungseffekt erzielen, sondern erst hier in diesem Bereich. Und ja, in dem Bereich, wenn es also ausreichend warm ist, bei einer höheren Temperatur und natürlich bei ausreichend Material an Tensiden, bilden sich Mizellen, die dann ja, am Waschvorgang beteiligt sind, der sich dann wie hoch diese Temperatur. Das variiert je nach Detergenz. Waschakt geht auch ab 30 Grad, hast du doch schon genau gehört, oder? Ja. Also wenn ja, du. Ja. Ja, es steckt sehr viel Wissenschaft darin, die also Detergenzien oder Tenside so zu machen, dass sie sich bei so niedriger Temperatur wie eben 20 Grad, wie das Wasser aus der Leitung kommt, tatsächlich zu Mizellen zusammen tun, um dann die Wäsche zu waschen. Genau. Dann haben wir hier mal eine Oberfläche. Ding. So. Haben wir hier das. Mann. Okay. Das Schmutzpartikel. Und hier. Unsere Tenside, die nähern sich jetzt dem an. Dazu sei zu sagen, das, was, worin sich die Tenside befinden, ist ein Lösungsmittel. Da lösen sie sich, weil der eine Teil hydrophil ist, wir nehmen also Wasser, und der hydrophobe Teil, der ist ausreichend klein, dem ist das dann egal. Was wir noch haben, ist halt der Schmutz, der ist im Idealfall auch hydrophob, so wie der Kopf des Tensids, sodass sie sich aneinander lagern. Wenn ich das jetzt noch hinkriege, haben wir also im nächsten Schritt diese Anlagerung. Und schließlich die Ablösung. Und dann haben wir die Oberfläche hier von diesem Schmutz befreit. Warum löst sich das dann ab, wenn die da nur dranhängen? Also, warum die dranhängen, verstehe ich, aber warum sich dadurch dann ablöst? Ist dann einfach die Oberfläche größer und die werden abgetragen dadurch, oder? Das liegt daran, dass die solche mit so eine Mizelle bilden wollen, also dieses kreisrunde Gebilde. Das ist energetisch günstiger. Letzten Endes ist es wie ein Nebeneffekt. Also die bilden sich und nehmen bei der Gelegenheit den Schmutz mit.
Ja. Die bilden sich auch, wenn ich keine Schmutz im Wasser habe. Genau, die bilden das. Und da, die bilden sich tatsächlich auch und das sieht man dann als Schaum. Also letzten Endes die, wenn es schön schäumt, ausreichend warm und auch genügend Waschmittel da. Und da ist dann ja die, das, wo der hydrophobe Teil sich anlagert, eben die Luft. Und der hydrophile Teil ist im Wasser. Genau. Das ist alles, was ich dazu zu erzählen habe. Beantworte gerne noch Fragen. Das heißt ja, wenn man jetzt hartes Wasser hat, dann braucht man mehr Waschmittel. Ja. Warum? Weil das, was als Wasserhärte auftritt, da von diesen, also letzten Endes das Detergenz, also denen ist es egal, was sie tatsächlich einschließen. Ob das jetzt eben Kalk ist, Magnesium oder Calciumcarbonat oder Kalium, ist völlig Wurst. Noch jemand? So.